2067. Das ist das Jahr meines Lebens und das Jahr meines Todes vielleicht. Wenn ich das so bis Mitte Oktober schaffe, dann bin ich 100 Jahre alt. Weiß ich, welches Jahr da bei Ihnen steht? Für mich ist dieses 2067 immer eine Erinnerung an mein Zukunfts-Ich. Wo es leben wird, was es alles so erleben wird. Dinge, auf die ich mich freue, Dinge, vor denen ich mich manchmal auch ein bisschen fürchte. Es hilft mir, dass ich bei all dem, was ich so im Tage tue, entscheide, glaube, sage, dass ich weiß, dass alles das irgendwie Einfluss auf mein Zukunfts-Ich hat. Und das ist nicht immer einfach. Aber ich finde, es ist immer gut. Unser Leben ist ja vielleicht nichts anderes als so eine Sequenz von ganz vielen kleinen Weichenstellungen, die wir mehr oder minder bewusst vornehmen. Wir biegen nach links ab, nach rechts ab, manchmal mit ein bisschen mehr Bedacht und Intelligenz, manchmal weniger. Es ist so wie mit meinem Laserpointer in der Hand, wenn Sie ihn sehen. Ich mache 1-2 Millimeter Unterschied hier, da ist das schon ein ganzer Meter. Und über 10 Kilometer, 10 Jahre praktisch, würde dieser rote Punkt kilometerweit nach links und nach rechts springen. Kleinste Differenzen machen einen Riesenunterschied. Ein Begriff, den wir hören, ein Begriff, den wir lesen, eine Veranstaltung, die wir besuchen. Alles verändert unser Leben. Dieser Tag heute wird Ihr Leben verändern, weil dieser Tag Ihnen heute Impulse gibt, Einflüsse gibt. Und Sie können gar nicht wissen, Sie kennen die Parallelwelt gar nicht. Sie wissen gar nicht, was passiert wäre, wenn Sie zu Hause auf der Couch oder am Schreibtisch gewesen wären. Das, was auf uns dazukommt, das ist getrieben davon, dass wir unser Leben verbessern wollen, dass Menschen, Unternehmerinnen, Unternehmer, andere Menschen glücklich machen wollen. So verstehe ich Unternehmertum. Das mag ein bisschen romantisch sein. Ich glaube, dass Unternehmen dafür da sind, Menschen glücklich zu machen, indem sie Probleme lösen, Wünsche erfüllen und dafür Geld bekommen, in dieser Reihenfolge. Und wir mögen das nicht immer, was da passiert. Manche Leute wollen uns glücklich machen auf eine Art, die uns dann doch nicht so ganz gefällt. Es gibt in der Psychologie eine Unterscheidung zwischen Menschen, die über ihre Gesundheit beispielsweise immer alles wissen wollen. Und denen, die sagen, es macht mir Sorgen, es macht mir Angst, ich will das nicht wissen. Die einen heißen Sensitizers und die anderen sind die Repressor. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, was so in Zukunft vor uns liegt. Was ist das? Das ist ein Genom. Das ist ein Auszug aus einem Genom, das ist ein Auszug aus meinem Genom. Wie kommt man da dran? Man registriert sich auf einer dieser für manche etwas zweifelhaften Websites. Und bekommt ein paar Tage später so ein Röhrchen zugeschickt, da ist eine Flüssigkeit drin, da spuckt man hinein, schüttelt das und schickt das wieder zurück, in meinem Fall in die USA. Also angeblich anonym wird das dann in so einem Labor sequenziert. Und man wird auch gewarnt. Ne? Also können Krankheiten kennenlernen an sich oder überhaupt, von denen Sie noch nicht mal was gehört haben. Verwandtschaftsverhältnisse, mit denen Sie ganz fest gerechnet haben, finden dann plötzlich nicht mehr statt. Sie lernen neue Verwandte kennen. Ich habe das alles unterschrieben, das war mir gleich. Ich habe keine großen Risiken gesehen, aber wenn Sie so zu den Ängstlichen im Datenschutz gehören, dann sollten Sie das besser nicht machen. 2 Wochen später bekommt man Benutzernamen und Passwort und kann durch sein Genom surfen. Jetzt werden Sie sagen, wozu? Nun, ich kenne alle Prädispositionen für alle möglichen Krankheiten, mit Prozentzahlen genau. Und es gibt auch so eine Art Konfidenzindikator. Das heißt, wenn das nur eine Studie bisher behauptet, dann ist da nur ein Sternchen dran. Und wenn das ganz viele Studien behaupten, es praktisch sicher ist, dann sind da 5 Sternchen dran. Und das gilt natürlich alles für meine Hardware. Wir wissen seit ein paar Jahren, dass es so etwas gibt wie Epigenetik. Also das, was die Eltern so gemacht haben und was man selbst so macht, das kann Gene ein- und ausschalten. Aber zumindest von dieser Hardware bin ich extrem gut informiert. Ich habe das mal zur PDF gemacht, meinem Arzt gemeldet und ihm beim nächsten Treffen gesagt, darüber würde ich gerne mit dir reden.
Und Sie können sich vorstellen, wie die Machtverhältnisse auf diesem Schreibtisch sich von seiner zu meiner Seite orientierten. Und das ist so eine kleine Veränderung, die ganz viel anders macht in der Zukunft. Wir essen heute Dinge, da wissen wir nicht wirklich, ob das für uns wirklich gut ist. Wir bekommen Medikamente verschrieben, nehmen sie, zumindest die Hälfte des Verschriebenen so ungefähr. Und wir wissen nicht, ob das zu uns passt oder nicht. Wir könnten es eigentlich wissen, aber wir nutzen das nicht. Jetzt merken Sie meinem Namen an, dass ich da irgendwo geboren bin, was man früher Jugoslawien nannte. Und die Völker dort in dieser Region sind alle ganz besonders, alle sehr emotional. Und sie glauben immer, dass sie im Frieden verloren und im Kriege gewonnen haben. Also sind sie sehr wehrsam und kriegerisch. Jetzt habe ich mal geguckt, weil mit diesen Ziffern und Buchstaben kann man ja rechnen. Das heißt, die können vergleichen, wer sich da auch angemeldet hat und mit mir verwandt ist. Und da bekommen Sie so eine Vorschlagsliste, das ist wie bei Facebook. Und dann steht dann, das ist dein Cousin, 8. Grades, der wohnt in Winnipeg, willst du dich mit dem vernetzen? Habe ich gemacht. Aber ich habe mal gesehen, mit wem ich so verwandt bin. Und das Ergebnis ist, mit allen Völkern. Und ich glaube, dass wenn uns das bewusster gewesen wäre, hätten wir diese 150.000 Tote dort nicht gebraucht. Das, was da in Zukunft auf uns zukommt, kommt weiter. Dieses Zukunft heißt ja, kommt auf uns zu. Wir wissen, dass wir schon seit 20 Jahren eine Steuererklärung im Dialog mit einer Software in einem perfekten Beratungsprozess machen können. Und wenn Sie heute so eine Software kaufen für ein paar Euro, dann begrüßt Sie eine Moderatorin zu Ihrer Show und führt sie da durch. Und wir wissen, dass es so einen IBM-Computer gibt, die Software Watson. Watson hat den Jeopardy gegen Menschen gewonnen. Watson wird gerade eingesetzt, um für den einzelnen Menschen die individuell beste Krebstherapie zu finden. Dafür hat er dann 600.000 Dokumente und 1,5 Millionen Websites durchgeschaut. Watson wird weiterentwickelt zu einem Debater. Da wird dann über Millionen von Wikipedia-Seiten werden dann einzelne Sätze extrahiert und dann werden die Argumente gegenübergestellt in einer Argumentenbilanz. Wir alle sind zum großen Teil Wissensarbeiter. Unsere Arbeit wird von solchen Systemen nach und nach aufgefressen. Unsere Wertschöpfung, die wir heute haben. Jetzt können wir das natürlich so machen wie die Maschinenstürmer im 19. Jahrhundert. Wir können versuchen, das zu verhindern und solche Geräte kaputt schlagen oder so oder Viren einschleusen. Das wird nicht helfen. Wir können uns aber auch draufsetzen. Das heißt, von solchen Systemen, von diesen Wissenssystemen, von dieser künstlichen Intelligenz in Anführungsstrichen, nach oben tragen. Draufsetzen. Ich vertraue keiner Ärztin, keinem Arzt mehr, der mich so aus dem Gedächtnis berät. Und je ernsthafter meine Erkrankung oder mein Problem ist, desto weniger gut finde ich das. Da brauchst du keine neue Generation für. Da brauchst du keine Whys und keine Sets. Ich will das heute so haben. Das ist eigentlich State of the Art. Wir sind von solchen Dingen eher erschreckt. Aber Sie kennen vielleicht diese Geschichte von Ötzi. Ötzi, 5250 Jahre alte Leiche, Ötztaler Alpen gefunden, wurde dann von den Österreichern 8 Jahre lang untersucht und die haben CT-Fotos gemacht. Alles non-invasiv, damit sie dann der Leiche nichts kaputt machen. Und dann kamen die Italiener und haben gesagt, sag mal, wo habt ihr den gefunden genau? Na ja, da. Und dann sagten sie, 93 Meter auf unserem Gebiet, also sie mussten ihn ausliefern. Und die Österreicher gingen irgendwie immer davon aus, dass Ötzi erfroren oder verhungert ist. Und aus irgendeinem Grund konnten sich die Italiener vorstellen, dass es da eine andere Todesursache gab. Und sie haben sich die gleichen CT-Bilder angeschaut, die über 8 oder 9 Jahre lang untersucht wurden und sahen relativ schnell, fast sofort, die Pfeilspitze in Ötzis Schulter. Wir dürfen uns mit diesen Zukünften befassen. Das ist das, was ich täglich mache seit vielen Jahren. Aber ich merke, dass es nicht mehr der Engpass ist, dass uns dafür die guten Methoden fehlen. Es ist auch nicht mehr der Engpass, dass wir zu wenig über die Zukunft wüssten. Vor 3, 24 Jahren,
am Anfang, da hatten wir Probleme, schöne Zukunftsbilder zu bekommen. Heute haben wir YouTube. Das ist nicht der Engpass. Der Engpass ist ein anderer. Der Engpass ist, dass sich Menschen heute fragen, sollten wir nicht eher uns mit der Gegenwart befassen, denn die Zukunft, die können wir ja eh nicht kennen und schaut euch doch die ganzen Prognostiker da an, hätten sie besser Münzen geworfen. Ich kann das verstehen. Ich kann dieses Gefühl verstehen. Aber so richtig gut kann ich es nicht finden. Wir sind als Menschheit in der Lage, wir haben es geschafft, je nachdem, wie man fragt, 70-80% der größeren Fische aus den Weltmeeren zu entfernen. Das ist ein Schaden oder ein Nichtgewinn für die Fischereiindustrie, der heute 50 Milliarden beträgt, Dollar. Nicht irgendwann in der Zukunft, heute. Wir haben es geschafft, dass wir essen, so wie vor 1000 Jahren, vor 2000, vor 5000 Jahren es nur sinnvoll gewesen wäre, und uns damit krank zu machen. Wir haben es geschafft, dass wir beharrlich an unserer Lunge sägen, und wir haben es geschafft, dass es auf dieser Welt so gut wie keinen entwickelten Staat gibt, der einen ausgeglichenen Staatshaushalt hätte. Die sind alle chronisch defizitär. Und das hat alles einen Grund. Der Grund ist, warum wir anders handeln müssen. Der Grund ist, dass wir ein Kurzfristhirn haben, das uns dazu bringt, dass wir uns nach dem augenblicklichen Wohlgefühl verhalten. Das würden wir nicht sagen. Das geben wir auch ungern zu. Der Grund ist, dass unser Gehirn in einer anderen Welt entstanden ist und zu einer anderen Zeit. Es gab nämlich eine Zeit, in der die Zukunft überhaupt nicht gezählt hat. Und da durfte, musste das Gehirn, die Natur, Gott, wer auch immer, gar kein Zukunftsgehirn bauen. Und unser Gehirn ist immer noch das gleiche wie damals, als wir nur auf unsere Impulse, auf die äußeren Reize reagiert haben, als wir auf unsere Instinkte und unsere Intuition gehört haben. Dieses gleiche Gehirn, und das ist physisch das gleiche Gehirn hat aber eine Welt geschaffen, eine Komplexität geschaffen, die wir heute immer häufiger und immer stärker nicht mehr beherrschen, wo wir Systeme, Wirtschaftssysteme, Finanzsysteme, Kommunikationssysteme gegen die Wand fahren. Es gibt also eine ganz seltsame Situation, dass wir in unserer Lebensqualität immer besser werden, leben länger, gesünder, und dass wir auf der anderen Seite unsere Lebensgrundlagen zumindest mal auf eine gewisse zukunftsdumme Weise bedrohen. Sie kennen all diese Geschichten. Jetzt sagen Sie, ja, aber wir haben doch die Nachhaltigkeit. Haben wir doch 1987 super beschrieben. Ja, haben wir. Es ist auch gar nicht das Problem, das ist gar nicht mehr der Engpass, dass wir so etwas uns nicht vorstellen könnten, wie das denn sein soll. Nur wenn man dem Menschen sagt, Mensch, denk doch mal an dich jetzt, fühl dich, sei im Augenblick, dann geht im Gehirn relativ viel ab, wie man unter dem MRT sehen kann. Wenn man dem Menschen sagt, stell dir die Zukunft vor, dann sieht er auch noch viele Bilder, haben wir ja heute alles um uns herum, ist ja alles Zukunft und spannend. Wenn man ihm aber sagt, Mensch, sieh dich selbst in der Zukunft, dann geht im Gehirn kaum noch was ab. Und wenn wir fragen, warum ist das so? Wenn wir fragen, was ist der Mechanismus? Wir sind süchtig danach, uns in der Gegenwart wohlzufühlen. Nach dem Wohlfühlen im Hier und Jetzt. Warum sind wir süchtig? Es gibt einen Stoff, das ist der Stoff des Verlangens und der Stoff des Verderbens. So wie beim Süchtigen, beim Abhängigen, es etwas gibt, das ihn oder sie immer wieder zur Wiederholung des Angenehmen treibt, was aber später möglicherweise schadet. So haben wir das auch, nämlich wir wollen und wir beurteilen auch alles danach, was schön ist, nach unserer Intuition. Da ist viel Schönes dran, da ist viel Gutes daran. Es ist nur an manchen Stellen etwas, wo ich sage, wir versauen uns da die Zukunft. Deshalb mögen wir auch keine Innovation und Veränderung. Wir finden natürlich Innovation klasse, das steht ja überall. Wir meinen aber vor allen Dingen die Innovation, die wir selbst schaffen. Ja? Think different, act different,
Ja, wenn ich das mache, dann bitte seid tolerant. Aber das Emotionale in uns, wenn jemand anders denken will und handeln will, dann sind wir da eher vorsichtig. Und das ist auch der Grund, warum unser Gehirn seine Annahmen so verteidigt. Unser Gehirn macht alles, was es kann, um sich Annahmen über die Umwelt zu machen, damit es sich sicher fühlt, damit es sich orientieren kann. Und das Gehirn ist so gebaut, nicht, dass es diese Annahmen ständig in Frage stellt, um sie zu überprüfen. Nein, es ist fatalerweise so gebaut, dass es nur überwiegend nach Informationen sucht, die diese Dinge genau bestätigen, die unsere Annahmen bestätigen. Und wir alle können wunderbar ohne die Prognosen, ohne die Zukunftsforschung, ohne die Trendforschung leben. Das geht wunderbar. Aber niemand von uns lebt ohne Zukunftsannahmen. Alles, was wir tun, jede Entscheidung, die wir treffen, beruflich wie auch privat, jemanden einstellen, jemanden entlassen, eine Software einführen, eine Software nicht einführen, eine Maschine kaufen, in ein Geschäftsfeld einsteigen, ein Unternehmen verkaufen, ein Geschäftsfeld kaufen. Es basiert immer auf Annahmen über die Zukunft und das werden wir nicht los. Und diese Annahmen bestimmen, was wir tun. Da es aber so schwierig offenbar ist, die Zukunft zu sehen und zu denken, ist es natürlich auch schwierig, ihr nachzuhandeln. Wir alle haben irgendwie so eine Art kleinen positiven Dämon auf unserer Schulter. Und der meint es wirklich gut. Der sagt nichts anderes als, tu, was dir gut tut. Fühl dich wohl. Handel nach dem, wie du glaubst, dass es passt. Genieß dein Leben. Und das ist überwiegend völlig in Ordnung. Und der ungleiche Kampf im Oberstübchen ist es, wie man unter dem MRT beobachten kann, da kann man tatsächlich sehen, wenn Menschen an eine jetzige, sofortige Belohnung denken, Sie haben es gesehen, dann sind da andere Hirnregionen aktiv, als wenn sie an die Zukunft denken. Und da ist dieses kleine Zukunftshirn in uns einfach schwach. Dann entscheiden wir uns dafür, dass wir mehr Geld ausgeben, als wir haben. Wir entscheiden uns dafür, dass wir als Politikerinnen und Politiker Menschen Wohltaten versprechen, obwohl das Geld gar nicht da ist. Weil es fühlt sich einfach gut an, wiedergewählt zu werden. Also man könnte sagen, Staatsschulden sind eigentlich ein Dopaminproblem. Und Dopamin ist nicht etwa, wie man früher dachte, das, was sich im Hirn gut anfühlt. Das Gehirn hat ein, wenn man so will, ein Liking-System. All die Dinge, die toll sind, was trinken, was essen, sich vermehren. Oder zumindest so tun, als wollte man sich vermehren. Meistens wollen wir ja gar nicht. Also alles, was sich gut anfühlt, das merkt sich dieses Gehirn. Das speichert es in der Erfahrungsbibliothek, könnte man das nennen. Und dann gibt es dieses Wanting-System und da wirkt Dopamin. Und wie stark das ist, das sehen wir daran, dass manche Menschen keine 5 Minuten ihr Handy nicht in die Hand nehmen können. Es ist der gleiche Mechanismus. Sucht, jede Art von Sucht und Abhängigkeit. Auch Liebe ist so. Und das ist nicht erklärbar. Wir haben da gar keine Chance. Wenn ich also frage, können wir das ändern, können wir das System irgendwie verbessern? Nein. Das gerade ist das Fatale daran. Was also tun? Was wir tun können, ist, dass wir diese andere Seite stärken. Man hat in einigen Experimenten das probiert zu sehen und herauszufinden. Unter anderem gab es eines, da hat man Menschen angeboten, dass sie sich als Belohnung für die Teilnahme an einem Experiment aktuelle Videofilme anschauen konnten. Also Kinofilme. Und auf der Liste waren solche Dinge wie Schindlers Liste. Aber auch sowas wie Speed, also der Film. Und die Leute sollten sich entscheiden für die nächsten 3 Freitage. Und wie das so ist, das kennen Sie von Ihren guten Vorsätzen, wenn wir uns für die Zukunft entscheiden, dann sind die Entscheidungen wunderbar. Natürlich werden wir uns bewegen, natürlich werden wir anders essen, natürlich werden wir mit unseren Menschen, mit unseren Mitmenschen anders umgehen und so. Und lernen und unsere Ziele verwirklichen und dieses Projekt machen. Und wenn Sie sich für diese Freitage entschieden, dann war der Anteil von Schindlers Liste sehr groß. Weil das ist ja ein Film, da verbringt man nicht nur die Zeit, sondern das erweitert irgendwie unser Bewusstsein. Da bleibt was übrig. Das ist ein vernünftiger Film. Aber 3 Stunden schwarz-weiß, furchtbare Bilder, und das war ein amerikanisches Experiment, aus deren Sicht war es auch noch ein guter Nazi oder ein guter deutscher Film. Alles schwierig.
fragte man die Leute dann am Freitag um 18 Uhr, ja, ist ja Freitag, was willst du denn jetzt gucken? Dann war die Woche plötzlich hart. Und dann war es natürlich dann eher so Hangover oder Speed, was sie da sehen wollten. Aber für die nächsten beiden Freitage blieb es dabei. Fragte man sie jeden Freitag um 18 Uhr, was willst du nachher gucken? Dann waren es nur noch Unterhaltungsfilme und Actionfilme. So sind wir. Das nennt man dynamische Inkonsistenz. Vorsicht beim Merken. Inkonsistenz. Heißt, wir nehmen uns was vor für die gleiche Entscheidung. Nur weil sie näher dran ist, entscheiden wir anders. Nämlich so, wie wir glauben, dass wir uns wohlfühlen. Wir müssen irgendwie es schaffen, dieses Zukunfts-Ich zu stärken. Und wenn ich sage, Zukunftsmanagement führt raus aus der Kurzfristfalle, dann meine ich das auf der Basis dieser Experimente. Ich meine es auch auf der Basis des Volksmundes. Ich meine es auch auf der Basis, wenn man so will, jedes philosophischen Systems. Denn die Kardinaltugenden, wie beispielsweise die Besonnenheit, die machen ja nichts anderes, als dass sie an unser Zukunfts-Ich appellieren. Dieses Zukunfts-Ich, das ist die Vorstellung davon, dass es mich auch noch geben wird. Es geht gar nicht darum, in meiner Arbeit schon selbstverständlich, nur hier in diesem Schritt nicht zwingend, dass wir eine tolle Vision entwickeln und in allen Farben beschreiben, wer wir sein werden und uns heute entscheiden, was wir in Zukunft tun wollen. Das ist Unsinn. Jede Form von Zukunftsmanagement macht nur dann Sinn, wenn sie für heute einen Unterschied macht. Alles andere ist Unterhaltung oder Science Fiction. Es geht darum, dass ich weiß, wie will ich mich fühlen? Was will ich 2067 Mitte Oktober nicht bedauern? Es gibt Menschen, ein Nobelpreisträger, der hat mit 102 Jahren sein letztes Buch veröffentlicht und ist dann gegangen. Vor ein paar Tagen gab es jemanden in Polen, mit 104 Jahren hat er noch einen 100-Meter-Lauf gemacht und der Mann sieht aus wie, also höchstens 70, 104. Und wenn wir nur uns selbst verfolgen und unser eigenes Zukunfts-Ich, dann reicht das nicht. Dann würden ja alle möglichen Leute in die verschiedensten Richtungen laufen. Wir sind ja alle eingebunden in Zukunfts-Wirs, in Future-Wees, in der Familie, im Verein, in der Gemeinschaft, in der Firma, in der Stadt, im Staat, auf dem Globus. Wie macht man das? Sie können auf YouTube können Sie ein Gespräch sehen zwischen Jeremiah MacDonald mit 12 und Jeremiah MacDonald mit 32. Das ist ein schönes Symbol für das Gespräch mit dem Zukunfts-Ich. Er kam irgendwie mit 12 kam er auf den Gedanken, I want to talk to myself in the future. Und hat das auf VHS aufgenommen. Und als 32-Jähriger gibt er sich dann Antworten, das hat er publiziert. Es ist lustig zu sehen, mehr nicht. Aber es ist ein Symbol dafür, worum es geht. Es geht nicht um die tolle Vision, es geht darum, dass ich mich gut fühlen kann in der Zukunft. Wenn wir also uns vorstellen, wir stehen an einer Ampel. Und diese Ampel ist rot, neben Ihnen steht eine Frau. Sie hat es eiliger, sie rennt schon auf die Straße, bevor es grün geworden ist. Es kommt ein Sportwagen, der fasst sie. Wirbelt sie durch die Luft, sie schlägt auf den Asphalt und liegt an ihrem Blut. Wenn Sie jetzt auf Ihr Dopaminhirn hören und nicht gerade Rettungssanitäter sind und sich in dieser Situation einigermaßen wohlfühlen, dann werden Sie abhauen. Wenn Sie aber Ihr Zukunft sich befragen, dann wird sie Ihnen sagen, wenn du jetzt abhaust, dann wird dich dein ganzes Leben lang das schlechte Gewissen plagen. Wenn du jetzt aber hilfst und das tust, was du tun musst, wozu du sogar verpflichtet bist, dann wird möglicherweise nicht nur dein schlechtes Gewissen dich nicht plagen, sondern wirst vielleicht stolz sein. Was der größere Motivator ist. Und wir können das im Grunde auch nachweisen, dass Menschen, die einen stärkeren Bezug zu ihrem Zukunfts-Ich haben, von links nach rechts, kann man nachweisen, dass diese Menschen einen deutlich höheren Anteil zukunftsweiser oder zukunftsintelligenter Entscheidungen treffen. Und schon beginnt sich der Homo Präsens zu wehren. Meine Frau hat mir gesagt, dieses Buch oder diesen Vortrag werden Leute nicht mögen, die sagen, lebe ganz im Hier und Jetzt. Ich lebe ganz im Hier und Jetzt. Die Zukunft ist auch nur jetzt. Es gibt keine Zukunft. Ich kann sie nicht messen, nicht zählen, nicht wiegen, nicht greifen. Sie ist jetzt in meinem Kopf. So wie die Vergangenheit. Ist auch nicht mehr da.
Ich glaube, dass Lebe ganz im Hier und Jetzt richtig ist. Es geht nicht darum, dass man sein Leben vorbestimmen muss und ein Geizhals werden muss und ein Asket werden muss. Es geht darum, dass so wie wir uns verhalten, haben wir diese Welt geschaffen und all die großen Probleme, die wir haben, haben wir, weil wir früher die Zukunft weniger im Blick hatten. Was wir alles getan haben, ich will über Renten und so weiter gar nicht reden. Sie kennen das. Es ist etwas, was uns ausmacht, was unser Leben ausmacht und so gestalten wir die Welt. Und wenn Sie sich so die 15 Major Challenges anschauen, die die United Nations immer publizieren, alles Kurzfristfalle, überall. Also man kann das schon zu so einem Motivationsthema machen, aber es ist auch ein globales Thema. Oder viele sagen auch, ich höre ganz auf meine Intuition. Wunderbar. Intuition funktioniert immer dann, wenn ich mich in Situationen befinde, die ich einigermaßen gut kenne. Intuition funktioniert dann nicht, wenn es neue Situationen gibt. In vielen Unternehmen haben wir Annahmen über die Zukunft, die heute nicht mehr stimmen. Und trotzdem wendet man die alte Intuition an. Intuition ist häufig leider die Tarnung für die Kurzfristfalle. Die tarnt sich so. Intuition, ich entscheide das meiste intuitiv, natürlich. Ich versuche mir nur bewusst zu machen, in welchen Momenten ich an 2027, 37, 47, 67 denken muss und darf. Future me und future we und dann ist alles gut? Nein. Wir alle wissen, und Christian Bischof sprach darüber, dass der Mensch ja nicht immer das tut, was er sich da so vornimmt. Weil wenn es denn dann kommt, dann passiert da was. Die Neurologen, Psychologen nennen das die ventrale Schleife. Das heißt, wir haben uns endlich durchgerungen, die vernünftige Entscheidung zu treffen. Und jetzt aber muss das emotionale Ich die Entscheidung freischalten. Sie kennen das vielleicht, Sie haben alle möglichen Optionen analysiert, Sie haben dann alle Vor- und Nachteile, Argumentenbilanzen aufgeschrieben, Sie haben sich entschieden, genau A ist die richtige Option. Und das passiert nicht. Warum? Weil sie es emotional sich selbst nicht genehmigen, es zu tun. Und das ist der eigentliche Widerstand. Es muss in irgendeiner Form emotional freigeschaltet werden. Und jetzt gibt es ja menschliche Kräfte verschiedenster Art. Und seit wir bei den Sumerern vielleicht so langsam Kultur geworden sind, andernorts zur gleichen Zeit, haben wir gelernt, dass wir Kräfte erweitern können. Wir können schneller laufen, wir können mehr Kraft heben, angefangen vom Flaschenzug über die Dampfmaschine. Wir können fliegen, wir können Autos fahren, wir können Computer bauen. Wir haben all unsere Kräfte erweitert, nur eine nicht. Und das ist die Willenskraft. Unsere Willenskraft ist im Grunde genau die gleiche wie damals in der Savanne oder in der Höhle. Und wir glauben, dass wir mit dieser Willenskraft in dieser Welt zurechtkommen können. Das allererste, es gibt drei Phasen, die ich versuche mit mir und meinen Mitarbeitern zu leben, weil bei sich muss man anfangen. Politikerschelte bringt nichts und Chefschelte genauso wenig, bei sich selbst und bei denen, die man beeinflussen kann. Zunächst einmal, das Wichtigste ist Willenskraft schonen. Meine Firma gilt, ich habe Freude an meiner Arbeit. Und das ist kein blöder Spruch, sondern es ist eine Provokation. Weil wenn man das immer liest, dann ist man verpflichtet zu sagen, wo das nicht der Fall ist. Warum? Weil ich für diese Dinge keine Willenskraft brauche. Das erste ist Willenskraft schonen. Das zweite ist Willenskraft erweitern. Und das kennen wir aus Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden. Die Orientierung an Vorbildern. Letztlich brauchen wir noch nicht einmal jemanden wirklich vor uns zu sehen, sondern wir brauchen uns den nur vorzustellen. Wir brauchen auch nur zu glauben, dass der willenskräftig ist. Oder sie, dass sie das tun kann, dass ihr leicht fällt und schon aktiviert es uns. Es gibt Dutzende von solchen Techniken, die relativ einfach sind. Weil wenn man dafür auch noch Willenskraft braucht, dann macht man es ja eh nicht. Und dann kommt etwas dazu, was ich glaube, so der nächste Schritt ist. Nämlich Willenskraft zu erweitern. Die Umwelt so zu gestalten, dass es mir gar nicht anders möglich ist, als das zu tun, was ich mir vorgenommen habe. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von Odysseus.
dass er unbedingt die Sirenen hören wollte und sich dann an den Mast binden ließ und seinen Männern verordnete, stopft euch die Ohren mit Wachs zu. Wenn ich verlange, dass ihr mich losbindet, wenn ich die Sirenen höre und ihnen folgen will ins Wasser, ignoriert mich. So hat er seine Umwelt so aufgebaut, dass es gar nicht anders möglich war, als dass er die Sirenen hörte, überlebte und dran vorbeisegeln konnte. Da verbinden wir zwei Dinge. Die Welt der Zukunftsforschung und des Zukunftsmanagements. Ich sage immer, Zukunftsmanagement ist etwas, was die Brücke schafft zur Zukunftsforschung und wieder zurück bis zum Tagesplan. Und auf der anderen Seite das, was uns alle treibt. Und dann glaube ich, dass wir vielleicht unsere Zukunft nicht mehr so oft versauen. Ich kann nur sagen, versuchen wir, die Zukunft etwas besser zu managen. Was heißt Zukunftsmanagement eigentlich? Ich kann die Zukunft nur an einem Ort managen, nämlich im Kopf. Dort habe ich all die Ängste, Hoffnungen, Befürchtungen, Annahmen. Das kann ich anreichern. Das kann ich sortieren, ordnen. Das kann ich wirksamer machen. Mich konzentrieren können. Und dann braucht es natürlich eine Form von Vision. Und Vision meint nicht ein paar schöne Sätze. Manche Unternehmen haben Visionen, weil in der ISO steht, dass man mit der Vision anfangen muss und dann haben sie halt meine hingeschrieben. Sondern ich meine Vision, also das, was es eigentlich meint. Videre, to see, sehen. Wenn Sie ein Puzzle zusammensetzen, dann brauchen Sie eine plane Fläche. Sie brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Menschen, Getränke, Motivation, Versorgung, die 1000 Teile und eine Vorlage. Sie würden niemals jemanden, den Sie mögen, ohne Vorlage puzzeln lassen. Und Sie würden niemals jemanden, den Sie nach Zeit bezahlen, ohne Vorlage puzzeln lassen. Das ist schlicht betriebswirtschaftlich unvernünftig. Vision ist eine der schärfsten für die Controller, eine der schärfsten Kostensenkungswaffen, die es gibt, wenn man es richtig macht. Managen Sie Ihre Zukunft, erweitern Sie Ihre Willenskraft, aber haben Sie bei all dem Ihr Zukunftssicht im Blick, weil jedes kleine Stück, das Sie heute tun, auch wenn Sie es nicht mögen, weil man könnte es lernen zu mögen, beeinflusst ihr Zukunft sich. Have a bright future. Danke.